Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird ein Unboxing und Testvideo zu einem Akkuschrauber. Dem günstigsten, den man im Moment kaufen kann. Für knapp 35 Euro und wir werden uns mal anschauen, was kriegt man für sein Geld. Das Ganze kommt von AliExpress, kostet im Moment 35 Euro und soll ganz gut sein von den Bewertungen her. Ich würde sagen, wir schauen uns das einmal gemeinsam an. Und ja, so sieht das Ganze aus. Erstmal eine ganz normale Standardverpackung. Wir sehen hier, dass wir die 20 Volt Version haben. Also schon die neue Akkutechnik. Früher hatte man 12 Volt, 16, 18 Volt. Und wir haben jetzt die neue Akkutechnik mit 20 Volt. Also wir sehen hier noch ein paar Infos. Und zwar, wir sehen hier, dass wir das Ganze ohne so einen Schlüssel öffnen können, das Bohrfutter. Wir sehen, welche Größe das Bohrfutter hat. Und wir sehen, dass wir hier 42 Newtonmeter Drehmoment haben und zwei Geschwindigkeitsbereiche von 0 bis 300 Umdrehungen und von 0 bis 1350. Das klingt auch so, als könnte es stimmen. 1350 ist bei einem Akkuschrauber, ja, erreichbar. Ja, und wir sehen hier nochmal, von welcher Firma das ist, von Deco. Das Logo sieht so ein bisschen aus wie Roboter. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Dafür sonst auf dem Karton sehen wir hier auf der Seite noch was. Wir sehen hier die gleichen Infos nochmal. Dann sehen wir hier noch was von dem Ladegerät. Wie lange das Laden dauert, 1,5 Stunden. Wir sehen hier noch was zum Ladeadapter, 21,5 Volt, 1,5 Ampere lädt das Ganze und wir sehen hier, dass wir damit 35 mm Löcher in Holz machen können und wir können auch in Stahl bohren und auch in Fliesen, also Keramik. Ja, ich würde sagen, ich packe das Ganze einmal mit euch zusammen aus. Bei dem ganzen Teil sollen zwei Akkus dabei sein. Wir sehen hier schon mal das Ladegerät, ein normales Ladegerät. Wir sehen hier tatsächlich, wir sehen jetzt hier, dass wir ein Ladegerät haben mit 20 Volt und 2 Ampere. Und ja, das Ganze ist ein Lithium, also da, wir haben Lithium-Akkus, also keine Nickel. Cadmium oder Nickel-Metall-Hybrid Akkus. So, wir haben hier noch eine Anleitung, User Manual. Da können wir uns das Ganze einmal angucken. Da steht beschrieben, wie man es benutzen kann. Und da steht auch noch was dazu drin, zum Drehmoment. Ja, und ich würde sagen, wir gucken dann einmal, was hier noch drin ist. Hier ist ein Akku drin, ein 20 Volt Akku. Wir hatten keine Ladestandsanzeige, so wie ich das sehe. Hier mit dem Mechanismus, um den Akku aus dem Akkuschrauber zu entnehmen. Einen Akku haben wir. Hier ist noch der Akkuschrauber. Und ja, ich guck mal, dass ich das Ganze aufs Bild kriege. Da ist der Akkuschrauber. Und das war's. Karton ist leer. Das ist alles, was drin ist. So, nachdem ich den Akkuschrauber jetzt einmal ausgepackt habe, also wir haben gesehen, da ist nichts mehr im Karton gewesen, würde ich sagen. Wir haben hier am Akkuschrauber auch schon einen Akku. Also, das ist der eine, das ist der zweite. Zwei Stück mit Akkuschrauber und Ladegerät für 35 Euro. Wir sehen, dass wir hier oben die beiden Geschwindigkeitsstufen haben. Wir haben hier die Möglichkeit des Drehmomentes, das glaube ich, auszuwählen. Ja. Wir werden das jetzt erstmal hier auf Bohren stellen, also ganz nach hier. So haben wir das deaktiviert. Wir haben hier eine Ladestandsanzeige, der Akku ist noch voll. Also man sieht, wie voll der Akku noch ist. Hier könnten wir zwischen Rechts- und Linkslauf umschalten. Und das Ganze liegt sehr gut in der Hand. Also das ist ausbalanciert. Also man kann den, wenn man den in der Hand hat, kippt das Ganze nicht. Also man kann den mit zwei Fingern festhalten, ohne dass der irgendwie jetzt wegen dem Akku nach hinten oder vorne kippt. Lässt sich sehr gut in der Hand halten. Ja, so erstmal ganz gut, aber nur wenn es gut in der Hand liegt, heißt es nicht, dass es was taugt. Ja, wir werden das Ganze testen. Also Kraft hat er auf jeden Fall.
Das ist Stufe 2. Stufe 1 hat er dann natürlich mehr Kraft. Also Kraft hat er genug. Das sind bestimmt die 42 Newtonmeter. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach draußen und testen das Ganze mit Eisen und Holz. Und dann schrauben wir auch ein paar Schrauben rein. Ja, ich würde sagen, ich bereite es gerade vor und dann testen wir den. Das ist der günstigste Akkuschrauber, den man so kaufen kann. Und mal schauen, ob der gut ist. Ich habe hier jetzt mal ein kleines Setup aufgebaut. Ich habe hier jetzt ein 5 mm Bohrermesser drin. Ein 5 mm Metallbohrer. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Ich gucke mal, dass man das sehen kann. So, sollte gehen. Und es funktioniert. Also, ich zeige euch das mal. Also, man kann damit... Das hier ist jetzt ein, glaube 2 mm dickes Eisen. Das funktioniert und jetzt werden wir damit mal versuchen, ein paar Schrauben reinzuschrauben. Dafür habe ich hier ein paar Torx-Schrauben. Das sind, gerade mal auf die Packung schauen, 25 mm sind die lang und 3,5 mm dick müsste es sein. Und ich würde sagen, wir schrauben davon jetzt mal ein paar rein und gucken uns an, ob das mit dem Akkuschrauber geht oder ob dem die Kraft dafür fehlt. Dafür gehen wir hier auf den ersten Gang. Zweiter Gang ist schnell, erster Gang ist langsam, dafür viel Kraft. Und ich würde sagen, wir... Das Ganze klappt. Ich zoome mal ein bisschen ran, dass man das vielleicht besser sehen kann. So. Das Ganze hat auch Kraft, obwohl wir jetzt hier den Akku nur noch, ja, der Akku ist noch voll. Und noch eine dritte Schraube. Na, so. Und wir versenken die hier auch sicher im Holz. Jetzt noch mal, holen wir die mal raus. Erste und jetzt auch hier die zweite und die dritte. So, und jetzt würde ich sagen, ja, gibt es das kleine Fazit am Ende und ich zeige euch dazu noch mal was. Ja Leute, jetzt habe ich so ein kleines Fazit dazu. Also ja, toll, dass da zwei Akkus dabei sind. Die kann man auch nachkaufen, sind nicht teuer. Aber da das Lithium-Akkus sind, halten die lange und haben keinen Memory-Effekt. Ja, zu dem Akkuschrauber, wie ich schon vorher gesagt habe, der liegt gut in der Hand. Ja, und für 35 Euro ist das eigentlich das Beste, was man, denke ich, so kaufen kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Klar, man kann das Teil jetzt nicht vergleichen mit einem Akkuschrauber für 100 Euro. Das ist eher so für den Heimwerkergebrauch. Nicht für Profigebrauch, wobei man es dafür auch verwenden könnte. Einziger Nachteil wären da wahrscheinlich die Akkus. Die haben eine Kapazität von 1,5 Amperestunden. Oder waren es 2 Amperestunden? Ich glaube 2 Amperestunden, sorry. 2 Amperestunden haben die. Ja, andere Sache bei dem, es ist halt ein Brushhead-Motor, kein Brushless. Da haben wir den Nachteil, da sind Kohlebürsten drin. Die, es wäre möglich, dass die mit der Zeit ersetzt werden müssen. Was man bei dem Akkuschrauber hier sogar tatsächlich machen kann. Ja, auseinanderbauen kann man den auch. Da der ist einfach nur mit den normalen Schrauben. Keine Spezialschrauben, wo man keinen Schlüssel für kriegt. Ganz normale Schrauben, die man da rausschrauben kann. Und den Motor, da soll man sogar die Bürsten tauschen können. Ja, also klar, von der Leistung her, ein brushless Motor ist natürlich effizienter, man kriegt mehr Arbeit aus dem Akku hier, wie bei einem brushhead Motor, aber es macht jetzt so, wenn man es nicht jeden Tag braucht, macht es eigentlich keinen Unterschied. Ja, und wenn ihr Fragen dazu habt oder so,
Schreibt es in die Kommentare, ich versuche darauf zu antworten. Einen Link, wo man den kaufen kann, tue ich auch euch unten in die Videobeschreibung. Kostet etwa 35 bis 40 Euro mit den beiden Akkus. Wenn man dazu noch einen Koffer haben will, ist es glaube ich 5 Euro teurer, aber den braucht man nicht unbedingt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich dann im nächsten Video wieder.